So, Licht aus. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ja, so ist es besser. Der Kanal Enyard wird im November 10 Jahre alt. Und bevor ich Rocket League hochgeladen habe, ja, habe ich Minecraft hochgeladen, aber davor habe ich Horrorspiele hier für euch gespielt. In dem Format Folterdom. Und genau das möchte ich jetzt wieder bis November einführen, und zwar jede Woche Samstag ein Horrorspiel. Ich werde das Spiel komplett spielen, heißt 2, 3, 4, 5 Stunden, das Ganze für euch in eine Folge zusammenschneiden. Schreibt mir also gerne mal, wie ihr diesen Style dieser Folge jetzt findet. Ich versuche halt viel wegzuschneiden, aber trotzdem noch so, dass ihr die Story und auch meine ganzen Gedankengänge versteht. Schreibt mir also gerne in die Kommentare, ob das für euch so okay ist. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Horrorspiel. Dann spielen wir jetzt Sweet 776. Hat nichts mit süß zu tun, nein. Eine Sweet suchen wir. Und zwar diese hier mit schönen Wandmalereien von unfassbar lustigen Personen. Marcy wurde tot gefunden, hat sich aufgehangen. Sweet 776 soll wohl wirklich existieren und deswegen möchte ich ganz gerne Marcy fotografieren in ihrer Sweet als Geist oder so. Ich muss nur ihre Bälle, ihre Klingel, So, ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Ich bin's Dom. Und wir sehen schon, Mars hat auch im Fahrstuhl schon einiges hier an schöner Architektur. Architektur sind auch für mich Gemälde, die man architektieren kann eventuell. Und vielleicht ist ja auch die Wohnung... Vielleicht war die Wohnung ja auch entworfen worden von Marcy. Da sind wir. So, warte mal. Was war das nochmal für eine Hausnummer? Das Spiel heißt Suite 776. Was? Was die hier? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nee, da auch nicht. Niemand drin. Und da ist schon die Tür auf. Bei einem Mord... ist immer ganz wichtig für die Polizei, Türen immer offen lassen, damit wir hier auch natürlich als Schaulustige reinkommen können. Ist aber auch eine schöne Architektur, vor allem wir sind mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren und haben hier draußen einen schönen Garten. Wahrscheinlich irgendwie wie eine Terrasse auf dem Dach. Ach, guck mal hier. Wir haben hier einen Brief. Ich habe Suite 776 überlebt. Es ist wirklich real. Wirklich. Aber irgendwie hat die Suite 776 größer ausgeschaut. Es war so eine optische Täuschung. Wenn du drin bist, wirkt irgendwie alles ziemlich größer. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Aber wie gehe ich denn aus dieser Wohnung wieder raus? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, das kommt vom guten XX Gamer XX. Ist ein Zuschauer von mir. Okay, wir können interacten. Ah, der Drawer ist locked. Und da steht eine 10 unten für einen wichtigen Code eventuell. Vielleicht können wir es ja knacken, eventuell. Oh Gott, da oben haben wir eine zweite Etage. Ja, also auch, das ist architektonisch wirklich super gemacht. Da hinten mit diesem kleinen Viereck da draußen, super geil. Door ist locked, kommen wir nicht rein. Ah, guck mal hier. Oh, eine schöne Box haben wir da. Hm, ohne Boden. Warte mal. Okay. Ja, ich sehe, was der XX Gamer meinte. Es wirkt hier doch ziemlich merkwürdig. Die Architektur. Da ist auch locked und da ist eine Klingel. Darf ich an deiner Klingel spielen? Essen ist fertig. Hallo? Ja, sollten mal dringend mehr Bilder aufhängen, auf jeden Fall. Aber ich finde, man kann hier super Platz spart, eben auch Sachen hinbauen und so. Ich meine, hier passen halt super viele Sachen. Es ist von der Architektur wirklich super gemacht. Eine Meisterleistung. Ne, hier kann man schön einen Sessel hinstellen, das war es aber auch schon. Das war noch ein schönes Bild von einem Hund. Wir gehen wieder raus. Wir sind fertig mit diesem Spiel. Wir haben die Glocke geringt, das war's. Mehr müssen wir nicht tun. Heißt, wir können aus der Wohnung rausgehen. Ja, vielleicht soll ich nochmal die Klingel betätigen, eventuell. Müssen wir vielleicht 10-mal klingeln, weil hier auf diesem Komödchen war ja drauf 10. Okay. 2-mal. Wir können nicht nochmal klingeln. Kommen wir die Tür auf? Nein, ist locked. Oh Gott. Okay. Hallo, Marcy? Bist du hier irgendwo? Ich suche dich. Ich habe ein bisschen Angst da oben vor. Da könnte irgendwas mal runterfallen vielleicht. Auf mich drauf. Oder mich sonst irgendwie blöd anmachen. Er ist aber schon... Das ist der Wind gewesen, der von dem zuen Fenster natürlich hier jetzt eine Art Durchzug generiert hat, ne? Ganz, ganz klar. Das war ich aber nicht jetzt, oder? Das war ich nicht. Ja, das waren alte Lampen. Das waren auch die alten von früher.
Die Nachbarn halt, ne? Die nerven mich halt schon echt oft. Mit ihren rhythmischen... Ah, mein Kopf. Das 10 Kilo schwere Glaslampending ist mir auf den Kopf gefallen. Oh, aber ich lebe noch. Hab nur einen leichten Schock. Und die Fenster wurden verriegelt, natürlich. Ich habe ein Inventar. Da oben ist eine Kamera auf einmal in der Ecke, oder? Hier wurde einiges gemacht. Die zählt immer noch da unten dran. Das Schreiben ist aber weg mittlerweile auch. The Book. Alles beim Alten, nur die Fenster sind einfach verriegelt auf einmal. Ansonsten ist hier wirklich alles beim Alten. Oh oh. Müssen wir den Night Vision aktivieren. Hallo? Das war's auch schon. Und hier haben wir einen Schlüssel. Wofür ist denn der Schlüssel? Ah, der Office-Schlüssel. Okay, Office ist nicht hier anscheinend. Office? Nee. Da ist auch ein Schlüssel. Aber da komme ich noch nicht ran. Oh, Office. Bitte berühre nochmal meine Klingeln. Oh, oh ja. Eine abgeschlossene Box mit 3 Einkerbungen. Da haben wir eine Uhr, die zeigt 9 Uhr an. Und hier haben wir einen Architekt des Jahres. Geil, Mann. Ach, guck mal an. Von hier kannst du reingucken. Warte mal, von hier ist zu und von da kannst du reingucken? Okay. Da ist noch ein Brief. Also, irgendwie ist Mars hier nicht mehr ganz bei Verstand. Wir haben verschiedene Tests auf Reaktion, auf Stress. Wir haben mehrere Sachen gefunden. Erstens, Marcy ist Twitch-süchtig. Und Marcy wollte auch die Session früher beenden, weil sie eben noch Twitch gucken wollte. So ein Typ namens AnyArt wollte halt streamen. Das guckt die immer ganz gerne und so. Weil Marcy hat irgendwie einen ganz, ganz einen halt weg oder so. Okay, wir gehen mal da rein. Da geht's nach oben, natürlich. In den zweiten Stock. Aber die Tür ist gelockt. Da kommen wir nicht hoch. Ja, wir ringen mal die Bell again, ne? Wir gehen mal kurz wieder einmal zur Klingel. Und ringen sie einmal. Wie wir noch nie eine Klingelfolge geringt haben. Und zwar richtig, richtig draufschlagen. Let's go. Ah, the fifth time. Also zum fünften Mal. The fifth time. Aber noch passiert ja nicht viel. Da oben ist ein Licht, aber auch aus. Hallo? Ah! Was? Okay, hallo. Ich habe mich ein bisschen erschrocken vielleicht. Ich habe auch vielleicht gerade ganz leichte Gänsehaut. Ring, 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 ring. Ja, wir ringen ja nochmal. Zum 6. Mal. Aber wir könnten nochmal Visage spielen, weil ich hatte damals mal einen Bug. Und durch diesen Bug konnte ich es nie zu Ende spielen. Niemals. Nein! Marcy! Eins, zwei, drei. Ja, bist du bereit, mich zu erschrecken? Pick up the photograph. Ein Fragment von Marcys Found Memories, also ein Erinnerungsfragment von Marcy. Door is locked, natürlich. Okay. Da ist ein Vorhängeschloss mit einem Zahlencode. Ja, das ist halt für die Kinder, ne? Für den kleinen Sohn, der ist halt dick. Und deswegen machen wir ein bisschen Fettshaming. Der darf halt nicht da rangehen. Da ist auch eine Uhr, die zeigt 7 Uhr an. Was haben wir denn hier? Ah, ein Dietrich. Oh. Die Berge. So, wir haben den Dietrich bekommen. Den Sheriff-Behilfs-Dietrich. Und zwar wahrscheinlich hierfür. Ja. Okay, wir haben den Dietrich jetzt eingelöst und bekommen jetzt dafür einen Screwdriver, ne? Ja, wir ringen gerne nochmal die Bell. Das, ring it again. Dead. Dead. I will grab you from behind. Oh nein. Marcy, lass es sein, bitte. Meine ganzen Freunde haben mich alle schon gebacksteppt. Zum 7. Mal die Glocke geklingelt.
Stand die schon immer da? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Die war schon immer da. Die waren auch schon immer da. Das weiß ich noch. Komm nach oben. Wie wär's vielleicht mit Nein? Da oben liegt was. Ah, da habe ich einen Mettler. Gehst du zu Wacken gerade? Oh Gott, ich will da nicht lang gehen. Aber ich komme nur Mannequin entlang. Oh, dieses Spiel. Es macht mich nervlich fertig. 1, 2, 3. Die Marcy kommt vorbei. Boah, das Spiel ist scheiße gruselig. Wir gehen mal nach oben. Bist du oben, wird man dich loben. Da ist noch ein Bild. Oh, ich kann es nicht genau sehen, aber auch wieder ein Bild halt. Ja, in dem Game kommen auch Jumpscares vor. Ja, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie so ein Brecheisen oder so. Aber hier oben gefällt es mir eigentlich. Hier oben ist ganz schön. Hier ist eine schöne Lautsprecherbox, einfach so mitten im Raum. Finde ich gut. Hier haben wir einen Kühlschrank. 6661. Oder? Naja, 9 nicht, ne? 6661. Oh Gott. Marcy! Ich würde aus diesem Bild rausgehen. Ich möchte gerne raus. Oh nein. Marcy? Kann ich da bitte raus? Ich möchte hier aus diesem Bild raus. Bitte! Ich kann das alles nicht mehr. Oh. Das ist mein Raum oben, oder? Die ist, glaube ich, gerade vor der Tür. Marcy ist vor der Tür. Da ist 3 Uhr. Ist vielleicht auch eine Art Code, ne? Also, der Code ist 6661 oder halt 1999. Oh Gott. Diese... Er schaut dir in die Seele. Ach, guck mal hier. Damit können wir das bestimmt holen, ne? Hier kommen wir... Hier kommen wir rein. Oh, was für eine geile Dusche ist das denn, bitteschön? Da ist man hier. Ah, Draincover wegmachen mit dem Screwdriver. Machen wir sehr gerne. Irgendwas drin, aber ich muss einen anderen Weg... die Hook wahrscheinlich, ne? Die Hook. Die wird sein. Der Refrain. Wir könnten mal ausprobieren, ob... oh, klar, natürlich ist da auch noch ein Bild. Haben wir schon 4 Bilder zusammen? Das geht ja schnell. Gleich durchgespielt, das Spiel. Super easy. Auch wieder ein Personenfoto. Ich habe nur Pixelfreunde. Wie wär's denn mit... Oh, 6661 geht. Oh, Bolt Cutter. Vielleicht kann ich damit auch... Ah, warte mal. Wir können erstmal... Wir gehen erstmal jetzt... Oh Gott. Kann ich das hier placen, die Leiter? Da. Ich stehe hier ganz gut. Und jetzt können wir wahrscheinlich im Badezimmer das... Pick up long string. Welchen String soll ich... Oh, ach da. Darf ich kurz deinen String nehmen? Ist das okay für dich? Können wir die String kombinieren mit dem da? Ja, machen wir automatisch. Pick up a golden key. Einen goldenen Schlüssel haben wir bekommen. Kommen wir da hinten rein? Oh, nett. Ein schönes Schlafzimmer haben wir hier. Was haben wir hier? Eine Bar haben wir bekommen. Coole Sache. Okay, blaues. Wir müssten mal, glaube ich. Ring it again. Ring, ring, ring. Ich muss los. Ist das. Also, ich schaue ja gerne in die Dusche rein, wenn da Frauen duschen, aber jetzt gerade. Fühle ich mich ein bisschen unbehaglich. Erstens die Tür klingeln. Zweitens irgendwas anderes. Und drittens
Ja, viel Spaß beim Duschen weiterhin, ne, Marci? Ich wünsche dir viel Spaß. Was war hier nochmal drin? Oh, ich habe so Angst vor diesen Puppen, ne? Die machen mich wirklich verrückt. So, klingel, klingeln. Da sind wir wieder. Ich komme gar nicht mehr durch, weil es im Weg rumsteht. Sag, das Haus ist einfach scheiße. Designed. Aber nein, Marci weiß schon, was sie tut. Mit ihr macht es Spaß zu leben in dieser komischen Bude. Zum 8. Mal geringt. Door ist locked. Wir haben einen Bolt Cutter, ne? Wir können doch noch irgendwas aufschließen. Also, illegalerweise. Und wir haben einen von diesen Barren. War das hier vielleicht das da, so ein Barren-Ding? Ah, es passt. Ach ja, hier waren wir stehen geblieben, ne? Wir haben ein Rätsel. Auf der oberen Etage, glaube ich, irgendwas tun, oder? Ich habe noch keinen Plan, was das genau bedeutet. Weißt du das vielleicht? Schaufensterpuppe? Hast du eine Ahnung, was das sein soll? Was? Egal, wo du hingehst, du spürst ihren Zorn. Ihre Glocke zu klingeln, war eine Erinnerung ihrer Fehler. Es macht sie wütend, wenn wir ihre Glocke klingeln. Was für eine Nacht. So. Wie toll, ein Schlüssel. Ein alter Schlüssel. Okay, warum schreiben die überall die an die Wand? Die, finde ich gut. Die überall die, finde ich... Ja. Die Lichter sind aus. Deswegen wahrscheinlich die. Ich würde mal sagen, Lichter, die Glocke klingeln. Okay, ich war noch nie so froh, an Glocken rumzuspielen. Ah, klar, natürlich nicht. Was? Ah, die Tür ist aufgegangen, okay. Können wir? Nein, können wir nicht. Ich sehe halt nichts. Okay, klar. Tür. Aber ich finde das Haus immer besser. Das macht schon... wo gehen wir denn jetzt hin? Ist das irgendwas zum Aufsammeln? Door is locked. Ja, toll. Mit dem Brecheisen müssen wir es wahrscheinlich machen. Ey, man sieht ja einfach gar nichts. Wo gehe ich hier lang? Ist das sinnvoll, hier lang zu gehen? Da. Ich fühle die Gänge hier gerade nicht so richtig. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen muss. Es gibt 1000 Möglichkeiten gerade. Aber ich glaube, ich laufe im Kreis. Kann das sein? Oh, hier. Sharp Key. Das war, glaube ich, so ein Achteck oder so, ne? Licht? Oh ja. Bleib bitte an. Für immer. Oh. Ach ja, ein Beil. Also eine Axt. Jetzt können wir oben das Ding aufschließen, glaube ich, ne? Endlich. Oder auch die Marci. Mal eben schnell köpfen damit. Wäre ich ja auch für. Das Geräusch hier hat irgendwie so Mario-Vibes, ne? Wenn Yoshi springt, wenn Yoshi springt. Oder? Findet ihr nicht? Ab nach oben. Oh nein, es ist zu lang. Der Gang. Ist mir nicht ganz geheuer. Alles gut, Marci, bei dir? Okay, wir können mal eben kurz die Tür da... Oh, wir müssen nach oben. Okay, ich verstehe. Mhm. Ich weiß genau, wo wir hin müssen. Oh, Marci. Du armes Ding, du.
ich armes Ding, ich. Mein Name ist Josef Schipping. Ich schreibe dieses Tagebuch nur für den Fall, dass irgendwas schief geht. Ich möchte, dass du weißt, dass ich hier war und wahrscheinlich hier drin sterben werde. Ich kam hier hin, um etwas zu untersuchen, und zwar die Suite 776. Sorry, ich habe das gemacht, weil Marcy Schipping meine Mutter ist. Ich, ihr einziger Sohn, Josef, mittlerweile 27 Jahre alt, als ich das Ganze hier geschrieben habe, wollte ich zum allerersten Mal treffen. Viele sagen, Suite 776 ist gar nicht real. Andere sagen wiederum, man muss halt Permission auf Deutsch, Junge, es ist so einfach, ne? Eine Erlaubnis haben, da reinzukommen, meine Güte. Um das da reinzukommen und eben auch den Kreislauf zu triggern. Oder habe ich eventuell nicht genügend Glück, um das Ganze zu triggern? Keine Ahnung, ich bin mir nicht genau sicher. Irgendwie so halt. Ich stand vor der Klingel und wollte halt drücken. Lustigerweise hatte ich ein ganz, ganz komisches Gefühl, als ich das tun musste. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das schon mal irgendwann gemacht. Egal. Ich werde es einfach klingeln lassen. Ich werde einfach mal draufhauen und werde gucken, was passiert. Und ich werde eben dokumentieren, was ich halt sehe. Bis dann. Tschüss. Marcy? Punkt, Punkt, Punkt. Was? Eats ring the bell for the first time. Das, was der Josef gesagt hat, ne? Er dachte, er wäre schon mal da gewesen. Sind wir gerade in die Zeit gereist? Oh. Als alles noch gut war? Vor Corona? Also, wir klingeln mal. 1. Aber es tut sich nicht viel, ne? Naja. Oh, es tut sich doch ein bisschen was. Ending 1? Aber... Finn. Für YouTube sage ich mal ciao und auf Twitch machen wir weiter jetzt, oder?